Ja, die Sommerpause ist vorbei. Es geht endlich wieder los im politischen Geschehen. Ich bin im Eloft Hotels am Münchner Hauptbahnhof und treffe mich heute mit dem Bundestagsabgeordneten Marc Birdert von der CDU. Er hat ein Projekt ins Leben gerufen. Das Ganze nennt sich Müller. Das möchte er uns jetzt mal genauer vorstellen. Erstmal schönen guten Tag. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, Ihnen geht's auch gut. Mir geht's auch gut, danke dir. Das freut mich. Ja, die Sommerpause ist um. Ja. Arbeit wurde jetzt wieder aufgenommen, wie ist jetzt so die erste Zeit nach der Sommerpause? Genau, also wir hatten eine Sommerpause, das war keine typische Sommerpause, weil ich persönlich war ganz arg viel unterwegs im Wahlkreis und habe gerade auch zum Thema Zukunft der Arbeit bei mir im Landkreis Böblingen viele Termine gemacht bei Unternehmen, bei Bildungseinrichtungen, eben aber auch bei ganz normalen Menschen, die mir gesagt haben, Marc Piadatz, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Und da kamen wir dann eben auch auf Miller zu reden. Und das versuchen wir jetzt ja mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag. Da haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, einen richtig coolen Arbeitskreis mit dem Kai Witteker, mit der Antje Lethe, so mit dem Thomas Heilmann, wo wir uns jetzt Gedanken machen, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus und wie können wir das Thema der Weiterbildung für alle voranbringen, und deswegen haben wir Miller ins Leben gerufen. Dann frage ich mal direkt, was ist Miller? Also ich weiß, dass es modulares, interaktives, lebensbegleitendes Lernen für alle Genau. sein soll. Wie genau kommt so eine Idee zustande? Wir haben uns Gedanken gemacht, wir werden in den nächsten Jahren durch die Digitalisierung ganz viele neue Arbeitsplätze bekommen. Deswegen, wir sind auch nicht der Meinung, dass wir viele Arbeitsplätze verlieren werden, sondern wir werden eigentlich, wenn man eine Rechnung macht, wir werden mehr Arbeitsplätze haben, die aber im Zeitalter der Digitalisierung neue Herausforderungen an den Arbeitnehmer stellen. Und deswegen brauchen wir Weiterbildung. Und Sie haben das gerade schon ganz eben richtig gesagt. Eben Miller steht für modulare Weiterbildung für alle Menschen. Also wir wollen eine Plattform schaffen. Wir haben uns das mal so vorgestellt wie das Netflix der Education, also das Netflix der Weiterbildung. Und das ist unsere Idee, eben eine Plattform zu haben, wo ganz viele Bildungsangebote auf einer Plattform gebündelt sind und wo sich jeder Bürgerinnen und jeder Bürger, egal woher kommt, egal wie alt er ist, egal welchen Bildungsgrad er hat, egal was er schon gerade beruflich gemacht hat oder was er noch vorhat, dass er sich dort auf Miller, auf dieser Plattform weiterbilden kann. Sie benutzen gerade das Wort Digitalisierung. Ja. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung. Ja. Die Bundesregierung tut in Sachen Digitalisierung recht wenig. Das ist kein Geheimnis. Das brauchen wir auch nicht schönreden. Im weltweiten Ranking liegt Deutschland auf Platz 53. Wie soll Miller funktionieren, wenn die Bundesregierung es nicht schafft, etwas in Sachen Digitalisierung zu unternehmen? Genau die richtige Frage. Wir müssen anfangen. Und deswegen haben wir uns bei unserem Arbeitskreis genau die Gedanken gemacht, warum wollen wir das Thema der Digitalisierung mit Weiterbildung verknüpfen? Denn wer erfolgreich sein möchte, wer weiterhin in der digitalisierten Welt auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben will, der muss sich weiterbilden. Dass wir natürlich schnelles Internet brauchen, dass wir Glasfaser brauchen, dass wir 5G brauchen, das ist eine Annahme, die, glaube ich, da zweifelt keiner von uns, da müssen wir Gas geben. Und ich glaube, da hat die Bundesregierung und auch das Verkehrsministerium, aber auch im Bundeskanzleramt sind die richtigen Schritte eingeleitet worden. Ja, wir müssen da schneller werden. Ja, wir haben da auch in den einigen Jahren der Vergangenheit zu wenig gemacht. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir jetzt aufhören müssen, Zukunftsgedanken zu machen. Und Miller ist eine Zukunftsidee. Ja, Miller gibt es noch nicht. Wir sind gerade drauf, Miller im politischen Prozess den Weg zu ebnen. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich höre jetzt nicht auf, mich irgendwelche Rankings Gedanken zu machen. Ich schaue nach vorne. Und vorne ist die Zukunft. Und Deutschland, glaube ich, hat einen ganz großen Platz in dieser Zukunft. Deswegen ist Miller ein Teil des, was Sie gerade eben gefordert haben. Wir müssen Gas geben. Glauben Sie wirklich, dass Deutschland oder dass Miller eine Chance hat, wenn wir nach vorne blicken? Also wir haben in Deutschland aktiven und akuten Lehrermangel. Also die, die jetzt auf die Welt kommen würden, haben gar keine Grundschullehrer mehr. In Berlin kann ich mit einem 2-Wochen-Schnellkurs Lehrer werden. Miller soll jetzt, so wie Sie sagen, eine Lernplattform sein. Davon haben wir auch relativ viel und da gibt es eigentlich auch genug. Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, das braucht jetzt die Welt unbedingt. Das sagen Sie.
ich glaube, dass wir das brauchen und ich glaube, dass wir auch eine Plattform brauchen, wo eben auch derjenige, der zum Beispiel im Fußballverein eine Gruppe leitet, im Ehrenamt und er arbeitet vielleicht in einem Getränkemarkt. So, und auch er weiß vielleicht im Zeitalter der Digitalisierung wird der Getränkemarkt vielleicht nicht mehr so funktionieren wie heute, dass man so viele Mitarbeiter braucht. Und er hat aber ein Asset, er hat eine Skill, er kann gut in Gruppen arbeiten, er kann gut mit Jugendlichen motivieren, er kann gut Jugendliche auf Jugendliche eingehen. Und diese Potenziale eben zu erholen und diese Potenziale auch zu schöpfen. Das ist, glaube ich, der Weg, warum Miller so wichtig ist. Und von daher, wissen Sie, ich mache Politik nicht, um pessimistisch in die Welt zu gucken. Ich mache Politik, um was zu erreichen. Und Miller, glaube ich, kann ein Baustein von ganz arg vielen sein. Ja, ich frage Sie, wie viele Startups haben Sie schon gegründet? Ich habe gar nichts gegründet, weil ich 26 bin. Warum soll ich das machen? Ja, aber warum machen Sie es nicht? Ja? Und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Politik, ihnen einen Weg zu geben, vielleicht auch zu sagen, hey, ich habe eine coole Idee und ich traue mich auch in Deutschland zu gründen oder ich habe hier auch nicht Angst zu scheitern in Deutschland. Ja? Ich glaube, das sind Voraussetzungen, die wir in Deutschland mehr schaffen müssen. Wir müssen den Mut wieder aufnehmen. Ja, der nächste Mark Zuckerberg, der muss nicht aus Kalifornien kommen, der kann vielleicht aus Berlin, aus Hamburg, aus Baden-Württemberg oder aus Nordrhein-Westfalen kommen. Und das ist auch die Aufgabe von Politik, aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Haben Sie im FDP-Parteibuch geschaut? Weil das hört sich alles sehr nach FDP an. Also wir wollen Startups entwickeln, wir wollen die Unternehmen ergründen. Das ist ja eigentlich das, was die FDP ja ständig sagt. Nö, das ist das, was die CDU sagt und was die FDP sagt. Unterscheidet sich oft nicht darunter, aber letztendlich, wir regieren und wir wollen Sachen umsetzen. Und das ist jetzt unser Thema. Und ich sehe da nicht einen Zwiespalt. Ich würde gerne mit der FDP auch regieren. Ja? Die FDP hat beim letzten Mal nicht mitregieren wollen. Sie ist aufgestanden. Von daher ist die FDP eine Oppositionsrolle. Da muss man viel fordern, aber wir wollen was Konkretes. Wir wollen Miller jetzt auf die Spur bringen. Wir wollen Miller in der nationalen Weiterbildungsstrategie verankern. Also sprich, wir reden hier auch von konkreten Maßnahmen und eben nicht nur von einer Oppositionspartei, die vieles fordert, aber sie nicht umsetzen kann, weil sie eben nicht regiert. Was kann Miller jetzt tun, um den Lehrermangel zu stoppen, den wir ja haben? Das ist ja auch kein Geheimnis in Deutschland. Ja. Wir haben den. Wir haben absoluten Lehrermangel, weil wir auch zum Glück wieder höhere Geburtenraten haben. Ich komme selber aus der Kommunalpolitik. Vor einigen Jahren wollten wir noch Schulen schließen, weil uns die Statistiker gesagt haben, wir haben zu wenig Kinder. Toi, 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 durch eine gute Kita-Voraussetzung, durch gute öffentliche Maßnahmen haben wir eben auch das Thema der Familie weiterhin gestärkt. Aber jetzt ist doch die Frage, wie schaffen wir es, durch Miller den Menschen die Möglichkeit geben, Weiterbildung zu machen, dass wir dadurch mehr Lehrer bekommen, durch Miller. Das ist überhaupt nicht auf unserer Agenda gewesen. Ja? Ich glaube, der Lehrermangel ist nochmal ganz andere, vor allem beim Thema von Digitalkompetenzen bei Lehrern. Da kann Miller helfen, den Lehrern die Kompetenzen online schneller auf den Weg zu bringen. Letztendlich brauchen wir aber mehr Menschen, die Lust haben auf einen Lehrerberuf. Und ich glaube, da sind wir alle gefordert, in den Ländern und in den Kommunen auch zu sagen und im Bund, ergreift den Lehrerberuf. Ich habe mir da ein bisschen auch was angeschaut, also Thema Miller, es klingt nicht ganz schlecht. Ja, ich glaube gut. Ja, also ich meine, dass man was tun sollte in Sachen Digitalisierung ist ja klar und das wird uns alle verfolgen. Auch mich wird es verfolgen, die jetzige Generation wird es dann verfolgen. Ja. Ich habe nur so ein bisschen Fragen auch zu dieser Umsetzung. Es heißt nämlich in einem Imagefilm, dass Miller gegen einen Fachkräftemangel helfen soll. Wie soll das ausschauen? Also wir haben hier Leute, also auch deutsche Staatsbürger, die können weder lesen noch schreiben. Wir haben die Migranten, die hier reinkommen, die können nicht lesen und nicht schreiben. Wie soll ich sie dazu bringen, dass sie durch Miller einen Fachkräftemangel stoppen können, wenn sie die Sprache nicht beherrschen? Ja, aber Sie haben es doch gerade eben ganz richtig gesagt. Wir haben das gut und wir haben Menschen hier. Und Menschen sind das Grundkapital, um eben Arbeit aufzunehmen. Und Miller soll ja genau die Möglichkeit geben, Menschen mit einem
ohne große Hürden, ja, ohne große, weil ein Handy, ein Laptop und ein iPad oder ein Smart Device hat jeder. Und über dieses wollen wir ja Miller zu den Leuten bringen, damit die Menschen eben sagen können, ich kann Weiterbildung, egal wo ich bin, ob ich am Münchner Hauptbahnhof bin und auf meinen Zug warte, ob ich im Arztzimmer bin und mir nochmal ein Weiterbildungskonzept bzw. eine Weiterbildungsstrategie mit anzugucken. Miller ist etwas, was die Leute genauso nutzen sollen, wie wenn sie ihre E-Mail nutzen, wenn sie ihre WhatsApp nutzen, wenn sie Facebook, Instagram nutzen. Miller soll ein Teil unseres Lebens werden. Das ist unsere Vision, das ist unsere Idee. Aber nochmal, ich werde nicht die Probleme lösen, die Sie gerade eben angesprochen haben. Wenn wir keine Lehrer haben, müssen wir uns auch überlegen, wie wir den Lehrerberuf attraktiver machen. Ja? Das sind auch Aufgaben, ja, da bin ich völlig bei Ihnen, da müssen wir mehr machen. Wir brauchen mehr Ärzte übrigens auch. Deswegen müssen wir uns überlegen, was wir beim Numerus Clausus machen. Ja? Wir brauchen mehr Hausärzte, weil ganz viele Mediziner nicht mehr Hausärzte oder Landärzte werden wollen. Aber nochmal, wir können nicht versuchen, die allumfassende Lösung zu bekommen, Herr Baumann. Wir müssen uns überlegen, wie wir kleine Schritte machen. Und ich glaube, beim Thema der Weiterbildung ist Miller ein Baustein, der, glaube ich, funktionieren kann, weil er eben eine Plattform ist, an die jeder angreifen kann. Also man kann sagen, dass gerade in der CDU, ja, jetzt also Sie, Frau Letius, Herr Wittecker und Herr Heilmann in diesem ersten Jahr oder in diesen ersten Jahren, die sie im Bundestag sind, mehr erreicht haben, was unsere Bildungsministerin Anja Karliczek, die ja 2018 sagte, es ist ein interessanter Vorschlag für ein mögliches Modul in der angekündigten nationalen Weiterbildungsstrategie. Anfang 2019 heißt es dann, ja, es ist eine Prüfung, die ergebnisoffen ist und die nationale Weiterbildungsstrategie soll voraussichtlich im Sommer, voraussichtlich 2019 vorliegen. Was ist jetzt der Stand der Dinge? Erinnert so ein bisschen an Stuttgart 21. Ja, wir wären 2021 fertig und dann ist es doch 4-5 Jahre später? Naja, wir sind ja jetzt nicht bei einem Bauprojekt. Wir können jetzt auch noch den Berliner Flughafen ansprechen. Die nationale Weiterbildungsstrategie, die ist jetzt im Haushalt verankert. Wir werden sie auf den Weg bringen. Wir ringen auch noch um die richtigen Inhalte. Aber ich glaube, dass die nationale Weiterbildungsstrategie ein wichtiger Baustein sein wird, um eben auch Miller, und Miller wird nicht von heute auf morgen live geschaltet, so wie ein Fernsehprogramm. Miller ist auch eine Idee, die sich entwickeln muss und die auch letztendlich programmiert und auch die Vision entwickelt wird, vielleicht auch gar nicht in einem Ministerium, vielleicht muss man so etwas auch outsourcen, um eben ein Produkt zu entwickeln, eine Plattform, die nachher für alle Menschen auch attraktiv ist. Und das wird die große Herausforderung sein. Was dann heißt, dass Deutschland Geld in die Hand nehmen muss. Ja klar. Es soll ja staatlich finanziert werden, ja, heißt es ja. Also heißt, ich zahle es. Auf gut Deutsch zahlt der Bürger für etwas, was eventuell irgendwann in den Sternen steht und kommen wird oder halt auch nicht. Naja, aber der Bürger zahlt Steuern und für die Steuern bekommt er eine gute Leistung vom Staat. Und Politiker sind oder auch die nicht. Das ist das Schöne an der Demokratie, dass wir darüber diskutieren und streiten. Und ich glaube, das ist auch ganz arg wichtig. Ja? Und ich bin auch froh, dass Sie die kritischen Punkte auch ansprechen zu Miller, weil das ist Politik ist für mich ein Ideenwettbewerb. So habe ich das bei mir auch in der Kommunalpolitik gelernt. Ja? Ich habe eine Idee jetzt mal in den Köcher geschmissen. Ja? Ja. So, und jetzt lasst uns da auch noch ein bisschen dran arbeiten. Ja? Brauchen wir noch ein bisschen mehr Pfeffer? Brauchen wir noch ein bisschen mehr Salz? Oder müssen wir ein bisschen von der Suppe abschöpfen? Aber wissen Sie, wenn wir gar nicht mit Ideen starten und sicherlich auch Ideen, die nachher auch in der Umsetzung Geld kosten. Aber das sind alle Projekte, die der Staat macht, sind steuerfinanziert, also durch Einnahmen des Bürgers. Ja? Und damit muss man verantwortungsvoll umgehen. Aber das ist unser Job. Dafür sind wir in den Parlamenten, ob im Landtag, im Bundestag oder im Gemeinderat, um eben dann diese Verantwortung auch zu übernehmen. Also ich finde es ja auch gut und ich glaube auch, dass dieses
Miller uns wirklich weiterbringt. Ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, weil ich glaube, ich habe schon auch gut verstanden, Ihre Kritik, das ist auch richtig so. Ja, aber es geht mir darum, weil Sie jetzt halt auch sagen, ja, wir müssen es in die Hand nehmen und das muss ja dann noch was kosten. Ja? Mhm. Aber da fällt mir jetzt halt einfach wieder Stuttgart 21 oder der Berliner Flughafen ein. Mhm. Hat eine Menge Kohle gekostet, ich weiß nicht wie viel Milliarden, mhm, und wir sehen, was passiert. Nichts. Der Stuttgart 21 muss jetzt neu gebaut werden, weil im Tunnel irgendwelche Abdeckungen fehlen und bei Regen könnte der Tunnel dann platzen. Also da sieht man doch. Also der Stuttgart 21 muss jetzt nicht neu gebaut werden. Also das ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, wie Sie das gerade eben sagen. Aber es zieht sich hin und es ist wieder viel Steuergeld. Man kann sicherlich die Frage stellen, wie man mit solchen großen Summen letztendlich umgeht. Nur ganz ehrlich, wenn wir nicht mehr investieren und jetzt aber Miller, Weiterbildung und den Stuttgarter Hauptbahnhof und den Berliner Flughafen in einen Topf zu schmeißen, ich glaube, dann kommen wir aber nicht zu der Lösung. Und wir wollen ja etwas machen, damit jeder Mensch in Deutschland, egal welcher Herkunft, egal wie alt, wie jung, egal welche Vorbildung oder welches Elternhaus er hat, dass er sich über Miller weiterbilden kann. Und das ist meine Vision für uns alle. Und ich kann auch nicht jeden Fehler, der in der Politik schon mal gemacht worden ist, jetzt heute beenden, sondern ich muss nach vorne schauen und dafür bin ich bei mir im Landkreis Böblingen gewählt worden, um nach vorne zu schauen und um eben Projekte anzugreifen, um aber auch die Kritik anzunehmen. Also ich bin völlig bei Ihnen, wir müssen vielleicht auch mehr lernen, mit Kritik umzugehen, uns aber auch von Kritik nicht lähmen zu lassen, weil dann ist irgendwann die Demokratie gefährdet. Das finde ich auch gut, dass Sie die Kritik auch annehmen. Ja. Ich hatte ja auch schon Kollegen von anderen Parteien auch, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, die immer alle schön geredet haben, aber sich eigentlich selber keiner, ich sag mal, Schuld in Anführungszeichen bewusst sind. Sie sprechen von Arbeitsmöglichkeiten. Also Sie sagen, dass durch die Digitalisierung Sie glauben, dass nicht viele Arbeitsplätze verloren gehen, sondern sich einiges verändern wird. Welche Arbeitsmöglichkeiten würde es denn auf dem Arbeitsmarkt mit Miller geben? Ich denke da jetzt an Altenpfleger. Die müssen auf jeden Fall entlastet werden. Die müssen so viel Papierkram machen. Die sitzen am Computer, müssen etwas eintragen. Es ist doch viel besser, wenn man diese Leute oder wenn man die Altenpfleger, Krankenpfleger, was auch immer, zu den Patienten lassen könnte und sie irgendwie entlasten könnte. Wäre sowas mit Miller machbar? Ich glaube, Miller wird eine Chance bringen. Das ist ein gutes Beispiel, was Sie gerade eben aufgezeigt haben. Ich glaube, Miller gibt die Chance, eben zu zeigen, dass mit der Digitalisierung und mit der Altenpflege das eine unheimlich gute Win-Win-Situation ist. Weil wir wissen alle, viele Altenpflegerinnen und Altenpfleger sind vor allem auch gestresst, weil sie körperlich nach einigen Jahren doch schon sehr beansprucht sind durch das schwere Heben. Und ich glaube, dass wir hier auch mit intelligenter künstlicher Intelligenz, mit intelligenten Robotern auch Abhilfe schaffen können für die Pflegerinnen und Pfleger, damit sie eben letztendlich mehr Zeit haben, um auf die individuellen Bedürfnisse und vor allem um das Gespräch mit den Patienten einzugehen und dann eben eine Entlastung bei schwierigen Handgriffen bekommen oder auch bei komplexen Aufgaben. Und von daher glaube ich, sollten wir dann eben den Altenpflegerinnen und die Altenpfleger bei der Digitalisierung, weil sie müssen nachher mit den Robotern, mit der künstlichen Intelligenz auch umgehen können. Mhm. Und sie müssen geschult sein. Und da ist genau Miller der richtige Ansatz. Aber Miller wird auch nicht den Pflegenotstand lösen, weil Pflegeroboter haben auch eine bestimmte begrenzte Fähigkeit, ja, weil andere Sachen eben, wo der menschliche Austausch, wo Face-to-Face, wo das menschliche Lächeln kein Roboter ersetzen kann. Und das wird auch, aber ich glaube, wir müssen, gerade, das ist ein super Beispiel, was Sie gebracht haben, in der Pflege mehr Zeit für die Menschlichkeit und für, sag ich mal, alltägliche Alltagsgriffe, die auch gemacht werden müssen, kann man Roboter nutzen, aber dann muss der Altenpfleger auch in der Lage sein, eben damit auch umzugehen. Und dafür ist, glaube ich, Miller genau der richtige Punkt. Lassen Sie uns da mal kurz noch in den Bundestag einen Blick werfen. Ja. Also es wird ja gerade auch diesen Sitzungen, die man ja im Fernsehen miterleben kann, ob das ich sage dazu jetzt einfach nichts, manchmal komme ich mir vor, als wäre ich im Kindergarten, das ist schon zu viel gesagt. Wenn wir dann über Digitalisierung und künstliche Intelligenz reden, wie würde dieses Projekt Miller bei den anderen Fraktionen eigentlich ankommen? Also gerade die FDP, die ja immer sagt, Digitalisierung ist unser Thema, sollte sich doch eigentlich darüber freuen und sagen, CDU,
vielen Dank dafür, dass ihr dieses Projekt ins Leben ruft. Da müssen Sie die FDP fragen. Vielleicht freuen die sich ja. Ich weiß es nicht. Sie kriegen doch bestimmt was mit. Also Sie reden jetzt vorne über das Miller. Ja, dann werden Sie doch mitkriegen, wie das ist im Bundestag, die Stimmung. Also ich glaube, dass die anderen Fraktionen das Thema schon sehr ernst nehmen. Aber Sie wissen, wie es im politischen oder auch generell im Wettbewerb ist. Wer die Idee hat, da will natürlich der andere nicht sagen, ich hatte die Idee nicht. Ich glaube deswegen, ich habe mich auch gehört, dass die FDP einen ähnlichen Vorschlag jetzt nachgeliefert hat. Ist doch gut, genau das ist der politische Wettbewerb, den wir brauchen. Aber ich habe jetzt keinen erlebt bei den anderen Fraktionen, die sagen, also Müller ist ein völliger Quatsch, ja, sofort in die Tonne schmeißen. Ich glaube, ich habe da schon die Signale bekommen über alle Parteigrenzen hinweg. Die Idee hat Potenzial und die Idee ist gut, um daraus mehr zu machen, ja. Wie können Sie jetzt ältere Herrschaften dazu bewegen? Also ältere Herrschaften ist jetzt für mich vielleicht Ü50, Ü60, die sich mit sowas gar nicht auskennen eigentlich. Nee, stimmt überhaupt nicht. Ich kann Ihnen 20-Jährige bringen, die überhaupt keine Affinität auch zu Digitalem haben. Und ich kann Ihnen 70-Jährige bringen, die mir besser meinen Facebook-Account erklären können als der 20-Jährige. Es hat was mit Offenheit zu tun. Und es hat etwas damit zu tun, will ich erstens was Neues lernen und habe ich die Bereitschaft, auch neue Dinge anzunehmen, die ich vielleicht noch gar nicht kapiere. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, weil Sie gerade von alten Herrschaften geredet haben, ich kenne auch viele junge Leute im Bundestag, aber auch in meinem Wahlkreis Böbling, die eben nichts Neues wollen. Und ich kenne ganz viele Alte, die was Neues wollen. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir eben auch den Freiraum geben. Und Miller soll ja einen Freiraum geben für alle Menschen. Und deswegen, wir wollen da keine Abgrenzung machen, weil ich glaube, jeder Mensch mit seiner Fähigkeit, mit seinen Talenten, mit seiner Begabung kann durch Miller eben genau diese Stärken weiter stärken, aber auch die Schwächen, die ich habe, die Sie haben, eben auch mit Miller und mit Weiterbildung in einer Online-Funktion eben auch weiter herauszubilden. Das ist, glaube ich, die Chance bei Miller. Na mal jetzt zum Abschluss. Wir nehmen jetzt mal an, Miller würde eingeführt werden. A, ja. Wann? Und B, glauben Sie, es hat Erfolg oder ist es so ein Flop wie die Maut von Andreas Scheuer und da diese E-Scooter, die ja so toll waren? Also die E-Scooter, ich bin gerade durch München gelaufen, die werden prächtig gefahren. Also ich würde nicht sagen, dass die E-Scooter ein Flop. Aber ich glaube, ich will die Sache jetzt hier auch nicht vermischen. Ich glaube schon, dass Miller eine Chance hat, auf die Welt zu kommen, also unser Baby. Deswegen haben wir es ja auch Miller genannt, dass wir dieses Baby auch auf die Welt bekommen. Ich glaube, wenn Miller ein wirklicher Erfolg wird, müssen wir eine große Kampagne damit fahren, die zeigt, dass Weiterbildung eben wichtig für jeden Menschen in diesem Land ist. Also sprich, wir müssen das mit einer großen Online- und aber auch mit einer TV-, Radio- und Werbekampagne verbinden und eben Miller aufzeigen. Miller ist der Schlüssel zum Erfolg für uns alle und jeder, egal ob er am Anfang des Berufslebens oder am Ende des Berufslebens ist, sollte mit Miller einfach agieren. Und ich glaube, wir müssen eine große Aufklärungsarbeit machen. Ich vergleiche es, eine der besten und größten Aufklärungsarbeiten, die wir in Deutschland hatten. Wissen Sie, welche das war? Sie werden es mir gleich sagen. Das war vor allem in meiner Jugendzeit die Aufklärung für HIV-positiv, für AIDS. Ja? Jeder in meiner Generation, ich hoffe auch in Ihrer Generation, weiß, um sich nicht mit AIDS anzustecken, helfen Kondome. Und da haben wir als Staat eine Riesenkampagne geführt, dass eben Kondome schützen vor dieser Immunkrankheit AIDS. Aber da hat der Staat viel Geld in die Hand genommen, um eben eine Awareness, eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, da müsst ihr bitte aufpassen. Und das sollten wir bei Miller genauso, also eine große Kampagne, eine Werbekampagne fahren, um jedem Bürger und jedem Menschen in diesem Land zu sagen, hey, Weiterbildung ist für dich gerade im Zeitalter der Digitalisierung unheimlich wichtig. Wann kann man damit rechnen mit der Einführung? Also wenn ich optimistisch wäre, würde ich sagen, übernächstes Jahr, also noch vor der nächsten Bundestagswahl, wenn ich realistisch bin, vielleicht erst nach der nächsten Bundestagswahl, wenn wir dann den politischen Ideenwettbewerb auch im Bundestagswahlkampf haben. Wenn die CDU bis da oder die Union allgemein bis dahin dann noch so stark ist. Dafür kämpfen wir jeden Tag. Dann wünsche ich Ihnen bei diesem Kampf natürlich viel Erfolg. International könnte das Miller auch ein Erfolg sein oder nur erstmal nur national?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass letztendlich das Thema der Weiterbildung und Digitalisierung in jedem Land entscheidend sein wird für einen Erfolg, vor allem auch der Menschen, die im Berufsleben stehen. Von daher würde ich sagen, dass Miller auch ein internationales Projekt sein kann. Alles klar, dann schauen wir mal, wie sich das Miller entwickelt. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie jetzt noch bei mir waren. Es war ja doch ein recht stressiger Tag heute für Sie. Aber wir haben es hinbekommen. Ich habe mich gefreut, dass Sie sich auch dieses Thema angenommen haben, weil es ist ein Thema, was, glaube ich, wichtig ist. Und ich finde es auch gut, dass Sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Danke. Klar, natürlich. Ist ja, wie gesagt, auch meine Generation. Ich bin ja auch mit Handys aufgewachsen. Also von daher muss ich mich ja mit dem Thema befassen. Vielleicht mal in Ihrem Wahlkreis. Ja. Kommen gerne mal rüber. Sehr gerne. Herr Baumann, herzliche Einladung in den Landkreis Böblingen. Ich freue mich. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.